solltest doch schon längst unterwegs sein. Die ganzen Dorfbewohner warten auf dich. Stimmt ja. Du hast wirklich recht. Ich bin spät dran. Na, dann gehe ich jetzt mal. Na los, du Stinker. Verschwinde. Moment mal. Du nennst mich Stinker? Du bist der größere Stinker von uns. Oh, nein. Du bist der größere Stinker. Nein, nein, nein. Denn du, Leo, du machst noch immer in deine Windeln Kacka rein. Das weiß ich doch. Ich trage doch gar keine Windeln mehr, Papa. Ich trage jetzt eine Unterhose. Eine Diamantunterhose. Eine Diamantunterhose? Du meinst wohl eine Diamantenwindel. Oh, Papa, verschwinde jetzt. Oh, ist ja gut. Ich muss jetzt sowieso los, denn ich... Der Millionärkönig muss zu den ganzen Villagern gehen. Die brauchen alle meine Hilfe. Die brauchen nämlich alle ganz, ganz viel Geld. Und hey, Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Schreibt noch ein nettes Kommentar, wenn ihr gegrüßt werden wollt oder ein Herz in den Kommentaren bekommen wollt. Und lasst noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auch auf jeden Fall in der Lami. Lami-Army, oh yeah, wer von euch ist eine Lami-Army? Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder vielleicht machen wir eine Challenge. Und zwar, wer von euch schafft es diesmal wieder, 5 Kommentare hintereinander zu schreiben? Jeder, der das schafft, der bekommt ein Herz in den Kommentaren. Aber ich würde sagen, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu den ganzen Villagern. Die warten nämlich schon auf mich. Und oh, welches Auto nehme ich denn heute, Leute? Ich habe 5 Lamborghinis gekauft, denn ich bin ja ein Millionär. Und deswegen, Leute, ich habe einen gelben Lamborghini, einen grünen, so einen dunkelblauen, einen dunkelgrün und einen weißen. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, welchen Lamborghini hättet ihr genommen? Oh, die sehen alle so schick und schnell aus. Aber, Leute, da heute so ein sonniger Tag ist, würde ich sagen, ich nehme einfach dieses dunkelgrüne Auto, einfach aus dem Grund. Leute, guckt euch das jetzt mal an. Und tada, ich habe ein Schiebedach. Jetzt ist hier alles offen oben. So, und wow, jetzt strahlt die Sonne gegen meine coole Sonnenbrille. Oh, aber Moment mal, ich muss das Auto ja noch schnell auftanken. Oh Gott, ich bin wirklich spät dran. So, nicht, dass die Villager mich anfangen zu hassen. Das wäre ja mal gar nicht cool. So, tank mir mal ganz schnell das Auto auf. Zack, und losgedüst. Und auf zum Parkplatz. Hey, Lami, überfahr mich nicht. Oh, ups, das war der Postbote. Oh Gott, und ich bin da. Da bin ich, Leute. Oh Gott, ich bin wirklich spät dran. Das ist mir ein bisschen peinlich. Die haben hier alle auf mich gewartet. Und da bin ich. Yeah, Applaus, Applaus. Oh, ich weiß doch, ihr habt alle auf mich gewartet. Es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät bin. Aber ich habe was ganz, ganz Tolles für euch. Und zwar für alle, für jeden für euch. Jeder von euch bekommt heute eine Belohnung von mir. Oh yeah. Denn Leute, wenn wir uns einmal umdrehen, sehen wir diesen goldenen Tresor. Wow, wie cool sieht der denn aus? Und der sieht nicht nur so teuer aus, denn da drinnen gibt es noch ganz, ganz teure Sachen. Und zwar Diamanten für jeden. Guckt euch das mal an. Hier sind wirklich ganz, ganz viele Diamanten. Das heißt, jeder von euch geht heute mit ganz vielen Diamanten nach Hause. Ja, endlich. Lami, du rettest mein Leben. Du bist der Millionärkönig. Ich bin zu Hause schon am Verzweifeln. Ich kann meinen Kindern und meiner Frau nichts mehr zu essen kaufen, weil ich meinen Job verloren habe. Du rettest mir wirklich das Leben. Lami, du rettest auch mein Leben. Bei mir wurde zu Hause eingebrochen. Ich habe kein Geld mehr. Und mein Auto wurde auch geklaut. Ich lebe jetzt nur noch draußen auf der Straße. Oh, Freunde, das klingt ja mal gar nicht gut. Aber ich verspreche euch, jeder von euch wird heute ganz, ganz viele Diamanten bekommen. Habt ihr mich vermisst? Ich bin's, der Game Master. Und wen sehe ich denn da vorne? Der Lami, der angebliche Millionärkönig. Der möchte den ganzen Villagern Diamanten schenken. Aber nicht mit mir. Ich werde das nicht zulassen. Ich bin der böse Game Master und werde seinen Erfolg und seinen Ruhm hindern.
Na gut, hier hat er alle seine Diamanten gebunkert. Ich muss vorsichtig sein. Der erzählt den gerade, dass er den allen Diamanten schenkt. Aber heute nicht, Lami. Vielleicht irgendwann anders. Aber da bist du schon lange tot. So, dann wollen wir mal... Moment mal. Ich komme hier gar nicht durch, Leute. Aber kein Problem, denn ich habe noch diesen Bergbaubohrer. Und... jawohl, es klappt, Leute. So, zack, zack, zack. Und alles hier hinten ist offen. Und guckt euch das mal an. Die ganzen Diamanten. Ja. Wir werden alle Diamanten hier rausnehmen. Ja. Und Lami wird dann von jedem Villager gehasst. Und die werden die Stadt kaputt machen, weil die alle so wütend sind und keine Diamanten bekommen. Mein Plan wird in Erfüllung gehen. Ja. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, ihr habt wirklich schon viel zu lange gewartet. Und jetzt bekommt ihr alle Diamanten. Ich gehe jetzt nach hinten zum Tresor und tada, Leute. So, und... Moment mal. Wo sind denn die ganzen Diamanten hin? Die können doch nicht einfach vom Erdboden verschluckt worden sein. Oh Gott, was soll ich denn jetzt den Villagern sagen? Hier im Tresor sind gar keine Diamanten mehr. Wo sind die denn hin, Leute? Oh Gott, ich glaube... Ich bekomme eine Panikattacke. Wo sind die Diamanten hin? Hey, Moment mal. Da ist ja ein Loch hier. Moment mal, Freunde. Die Diamanten wurden geklaut. Nein. Aber wer macht sowas? Wer hat die Diamanten geklaut? Oh, Freunde. Hier irgendwo muss doch der Dieb sein. Wer hat die Diamanten geklaut? Schreibt es in die Kommentare. Aber was soll ich denn jetzt den Villagern sagen, dass sie keine Diamanten bekommen, obwohl die so lange gewartet haben auf mich, den Millionärkönig? Ich musste denen doch allen Diamanten geben, damit sie ihre Familie ernähren können oder ihre Miete wieder bezahlen können. Aber jetzt habe ich ja selber keine Diamanten mehr. Oh. Ich würde sagen, hey, Freunde, ich habe da eine kleine Planänderung. Und zwar muss ich noch ganz, ganz kurz, woanders hin. Oh Gott, Leute, ich komme gleich wieder. Ich muss unbedingt zu Jeremiah. Ich muss die Zeit zurückdrehen. Nein, damit die Diamanten wieder im Tresor sind. Ganz genau, wir werden einfach die Zeit wieder zurückdrehen und dann ist wieder alles gut. Ich hoffe, das klappt, Freunde. Ab zu Jeremiah. Hey, wo ist denn Lami hin? Wo ist der Millionärkönig hingelaufen? Ich dachte, wir bekommen alle Diamanten. Warum bekommen wir denn jetzt schon wieder keine Diamanten? Das ist so unfair. Ich bin so sauer. Ich bin stinksauer auf Lami. Warum hat er uns keine Diamanten gegeben? Er hat uns alle nur angelogen. Alles klar, Jeremiah. Wir sind jetzt hier in der Zeitmaschine drinne. Und du sagst wirklich, dass die Zeitmaschine auch funktioniert? Natürlich funktioniert sie. Das ist doch meine Entwicklung und ich bin doch der beste Wissenschaftler der Welt. Oh, da hast du recht. Und ich hoffe wirklich, dass sie funktioniert. Oh Mann, und ich nehme noch sicherheitshalber diese Pistole hier mit, okay? Alles klar, Lami. Du kannst auch die Maschine jetzt starten und dann verschiebt sich die Zeit 10 Minuten zurück in die Vergangenheit. Oh, alles klar. Dann starte ich die Maschine. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das ist wirklich gefährlich, was wir machen. Aber wir starten die Maschine und los. Oh Gott. Es hat geklappt, oder? Moment mal. Sind die Diamanten noch drinne? Die Diamanten sind wirklich drinne. Aber Moment mal, Freunde. Und der Game Master. Hey, Moment mal, du solltest doch vorne stehen und eine Rede halten. Oh, Game Master, heute nicht. Heute wirst du mich nicht besiegen. Ich besiege dich. Oh, Freunde, das heißt also, vorhin war das der Game Master, der die ganzen Diamanten geklaut hat. Der hat sich hier hinten einfach durchgebohrt. Oh, Leute, wir haben uns einfach mit der Zeit zurückteleportiert und haben wieder die ganzen Diamanten zurückgehalten. Das heißt, jeder von uns bekommt Diamanten. Und Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst und schreibt noch ein nettes Kommentar, falls ihr in den Kommentaren ein Herz wollt und dann würde ich sagen, Leute, checkt noch die letzten Videos ab und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!